Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Wie ihr seht, hat es diese Woche zeitlich nicht zur dritten Liga gereicht. Ich muss mal schauen, wann ich das nächste Mal wieder schaffe, aber die Nachholspiele unter der Woche, das wird dann alles sehr eng und sehr knapp. Dementsprechend ist es diese Woche die erste und die zweite Liga. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß beim Zuschauen, bedanke mich ganz herzlich, dass ihr reingeschaltet habt. Regensburg gegen Fürth, ja, das ist ein bisschen verlegt, aber findet trotzdem statt, gehört zum 25. Spieltag, kommt dementsprechend ganz am Ende. Los geht's! Heidenheim und Kiel mit dem Auftakt in den 25. Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga. Kiel in Blau legte hier gut los gegen Heidenheim, die hier zu Hause eigentlich eine Macht sind. Das sah hier zu Beginn aber anders aus. Dritte Minute 1:0 für die Gäste. Yannick Dehm, der rechte Verteidiger, bringt erst die Flanke. Über Bartels kommt der Ball dann nochmal zum Defensivmann, der dann mit links aus kurzer Distanz die Ruhe behält und den Treffer erzielt. War eine turbulente Anfangsphase. Heidenheim aber jederzeit dazu in der Lage, auch zurückzuschlagen. Teuerkauf mit dem hohen Ballgewinn. Schöppner zu Kerschbaumer. So schnell kann es gehen. 12. Minute 1:1. Also das war hier wirklich ein toller Auftakt in eine Zweit-Bundesliga-Partie, die es eben auch mit spielstarken Mannschaften zu tun hatte. Fast noch in der Anfangsphase, etwas mehr als eine Viertelstunde jetzt gespielt, wieder Holstein Kiel. Hauptmann zu Jani Serra. Kevin Müller mit einer tollen Parade verhindert hier den erneuten Rückstand. Stark von Serra mitgenommen, der Stürmer, der ein bisschen Ladehemmung hat aktuell. Könnte auch gerne mal wieder treffen. Wir springen dann schon in die ganz späte Zeit der zweiten Halbzeit, denn irgendwie wollte das Spiel nicht mehr so laufen. So toll der Anfang war, so langweilig war dann die zweite Halbzeit. 90. Minute, sinnbildlich dieser missglückte Flankenball. Es deutete auf ein 1:1 hin und dann Kerschbaumer gegen Lee mit diesem katastrophalen Pass. Der Ball landet bei Bartels, der hat viel zu viel Platz. Liegt aber eben an diesem Riesenbock, der da von Kerschbaumer geschossen wird. Glücklich fällt der Ball vor die Füße von Bartels und diesmal bleibt er kalt und erzielt in der 90. Minute doch noch das späte 2:1. Durchaus verdient, aber es hatte doch lange Zeit nach einem 1:1 ausgesehen. Der VfL Bochum grüßt von der Tabellenspitze, zuletzt auch im Top-Duell mit Greuther Fürth den längeren gezogen und 2:1 da gewonnen. Der Hamburger SV beim 1:1 gegen Kiel mussten sie sich ärgern über eine schlechte Chancenverwertung. Da wollten sie heute bloß nicht dran anknüpfen. An die Leistung ja, nicht an der Effizienz. Hier dann in der 12. Minute das 1:0. Sonny Kittel mit dem super Abschluss. Da ist Manuel Riemann chancenlos. Über eine halbe Stunde gespielt. Der VfL Bochum brauchte ein wenig, der im Hinspiel so überragte, dass sie vollkommen verdient als 3:1-Sieger vom Feld ging. Hier ist es mal Robert Juhl, der Sven Ulreich testet, aber ohne große Probleme. Der Ball zum Eckball geklärt. Und den schauen wir uns an. Von der rechten Seite reingetreten. Der kommt eigentlich viel zu hoch. Trotzdem ein Bochumer am Ball. Maxim Leitsch, der am zweiten Pfosten auch hinkommt per Kopf. Aber wirklich gefährlich wird es hier nicht. Der VfL arbeitete allerdings am Ausgleichstreffer. Er sollte bis dato noch nicht gelingen. Knapp 10 Minuten im zweiten Abschnitt gespielt. Jetzt wieder der VfL, der wirklich gut Druck und Dampf machte. Der HSV zog sich etwas zu weit zurück nach dieser Führung und dementsprechend auch hier die nächste Möglichkeit. Robert Juhl, 58. Minute, nicht wirklich so richtig gefährlich. Es wurde eben noch nicht 100% zwingend. Trotzdem immer wieder diese Chancen, die auch dem VfL Bochum zeigten, wie es gehen könnte. Der Hamburger SV in der Defensive weitestgehend aber stabil. Und dann mit diesen Situationen das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Mit Jeremy Duziak, der kann den Ball lange halten. Super Pass auf Sonny Kittel. Riemann kommt aber überragend raus, verlässt ganz schnell seine Linie, macht den Winkel spitz und wehrt ihn dann mit dem Oberschenkel ab. Weiterhin also nur 0:1. Der VfL Bochum, er bemühte sich nochmal. Thomas Eisfeld hier im Ballbesitz, wird nicht angegriffen, bekommt der Platz. Robert Tesche mit dem Lupfer zu Danny Blum, quergelegt und Robert Juhl kommt zu frei zum Abschluss. 81. Minute, das verdiente 1:1, aber unnötig, weil der HSV es hier in der Szene einfach verschlafen hat, Robert Juhl zu decken.
So bleibt es dann am Ende beim 1:1, das unter dem Strich auch das verdiente Resultat ist, für den HSV aber doch eher unnötig. Der SV Darmstadt zeigte, dass er den Abstiegskampf akzeptiert hat und auch annehmen konnte. Beim 3:2 in Paderborn, da steckten sie nicht auf, trotz Abseitstoren, trotz Fouls, die vorher gepfiffen wurden. Unglaublich. Jetzt hier zu Hause gegen den FC Erzgebirge Aue musste man erstmal aufpassen, nicht früh in Rückstand zu geraten hier in der 7. Minute. Das ist nämlich eine exzellente Freistoßposition. Allerdings bleibt dieser Ball in der Mauer hängen. Da ist es Honsack, der den Ball mit der Brust abwehren konnte. Die Lilien aber auch keineswegs hier schüchtern. Sie hatten eben diese breite Brust vom Sieg in Paderborn. Das ist Viktor Pálsson. Nicht unbedingt so torgefährlich, vor allem nicht mit dem Fuß, wenn dann ist es gerne mal der Kopf. Aber hier, wenn er aus 11 Metern so zum Schuss kommt, dann lässt er auch einem überragenden Martin Mendl keine Abwehrchance. Knapp 10 Minuten noch bis zum Seitenwechsel. Darmstadt erarbeitete sich diese Führung eher im Nachhinein. Tim Skarke, Lupfer ist gut, sehr gut gesetzt. Kempe von hinten kommt da angerauscht, setzt den Ball aber etwas zu hoch an, wird da auch noch irritiert. Dementsprechend war es nicht ganz so einfach, den zu platzieren. Zweiter Durchgang, auch da dann eher wieder Standardsituation, wenn es für den FC Erzgebirge mal gefährlich werden sollte. Nazarov zu Breitkreuz. Und das war doch im Endeffekt enger, als es erst wirkte. Das war jetzt kein Powerkopfball, trotzdem schon ganz gut gesetzt und vor allem auch platziert. Viel fehlte da nicht, ist vielleicht ein knapper halber Meter. Aue musste jetzt aufmachen, Darmstadt bekam mehr Räume. Dursun mit Melem im Zusammenspiel. Dursun, dieser tolle Pass zu Melem, der hat da zwar zwei Spieler um sich, aber die scheren ihn eher weniger. 90. plus 1, 2:0. Natürlich war das die Entscheidung. Der FC Erzgebirge Aue war lange im Spiel, aber nach 90 Minuten kann man schon attestieren, dass diese drei Punkte zu Recht hier beim SV Darmstadt bleiben. Der SV Sandhausen verlor das wichtige Duell bei Eintracht Braunschweig. Zu Hause sind sie zwar besser, aber sie müssen auf vier Spieler verzichten. Eine Rotsperre und dreimal Gelbsperren. Also irgendwie ein Frankensteins Monster bei Sandhausen auf dem Feld. Und Nauber, er macht es seiner Mannschaft nicht einfacher. Vierte Spielminute, kann den Ball da einfach weghauen, macht es aber nicht. Hoven Hennings setzt ihn zwar ein bisschen unter Druck, trotzdem, das ist wirklich ein hergeschenktes Tor, den hätte er sich auch direkt selber reinhauen können. Zu Hause aber der SV Sandhausen deutlich gefährlicher als auf des Gegners Platz und dementsprechend wollte man hier gegen Düsseldorf, die schon Favorit waren, aber trotzdem irgendwie was mit nach Hause bringen, beziehungsweise hier zu Hause lassen. Das ist mal Kevin Behrens, der von Hoffmann noch gestört wird. Super Abschluss, trifft dann aber nur den Außenpfosten. Es läuft auch eben nicht glatt momentan beim SVS. Düsseldorf zuletzt sehr erfolgreich gewesen gegen den 1. FC Nürnberg. Die Hoffnung also oben nochmal dran zu bleiben, sie ist da. Und auch solche Treffer können das dann gewährleisten. David Kownacki, der hier erst super quer liegt, aber in der Szene drin bleibt. Ihm rutscht der Ball davor die Füße. Da macht er das ganz gut und überlegt. 0:2, das war jetzt ein ganz großes Brett. Das ist hier ein ganz dickes Brett, vor allem, dass es zu bohren galt. Der SV Sandhausen, er machte es gar nicht mal so schlecht. Dafür, dass sie hier vor einer ziemlich schwierigen Aufgabe standen. Düsseldorf verpasste es bis dahin eben, die Entscheidung zu erzwingen. Kam aber trotzdem kurz vor dem Ende nochmal nach vorne mit Ruben Hennings und Kenan Karaman. Und in der 86. Minute war es dann letztendlich doch entschieden. Auch vollkommen verdient. 3:0, vielleicht am Ende ein Treffer zu hoch, aber das ist unter dem Strich auch egal. Düsseldorf holt sich die drei Punkte ab. Mit einem super Spiel fertigen sie Sandhausen ab. Der KSC hat die 40-Punkte-Marke geknackt, kann dafür sicher für die nächste Saison planen. So richtig beschäftigen sie sich mit dem Aufstieg nicht, aber die Minimalchance, man möchte sie zumindest mal erwähnen. Braunschweig steht vor ganz anderen Aufgaben, aber zuletzt konnte man zumindest mal wieder gewinnen. Zu Hause gegen Sandhausen ein ganz spätes 1:0 und hier machen sie es nicht schlecht. Bär mit dem Kopfball. Gersberg kommt nicht ran, dann Proschwitz, der ein bisschen zu spät kommt und den Treffer nicht erzielen kann. KSC aber schon Favorit.
Ball zu Lorenz von Hofmann und 1-0. Bisschen kühler auch, überlegter im Abschluss, sodass Eintracht Braunschweig ihre negative Auswärtsserie erstmal hier beibehalten musste. Doch lange war das Spiel noch nicht vorbei. Zweite Hälfte geht gut los für die Gäste mit Dong Wonji, kommt hier zum Kopfball. Nicht perfekt gesetzt, Gersbeck schmeißt sich trotzdem zur Sicherheit. Knappe Stunde gespielt, nun wieder blau-gelb. Dong Wonji, was für ein Pass auf Danilo Wiebe. 59. Minute, das 1:1 und das war auch absolut verdient. Der rechte Verteidiger mit aufgerückt, stößt da weit in den Strafraum ein und überwindet Marius Gersbeck. Braunschweig wollte mehr, und zwar viel mehr. Wieder Dong Wonji, über den ging so einiges. Groß, Kaufmann, 2:1 für die Gäste. Gersbeck noch dran, aber nicht mehr entscheidend. Zu kurz die Distanz und doch zu wuchtig dieser Schuss. KSC, zumindest zu Hause, tun sie sich ein bisschen schwer in dieser Saison. Trotzdem haben sie auch da keine allzu schlechte Bilanz. So kamen sie nochmal. Lorenz mit dem 2:2 aufgelegt von Fröde, der deshalb spielte, weil Gondorf gelb gesperrt fehlte. Lorenz mit dem Doppelpack markiert das 2:2, das gleichzeitig den Endstand bedeutete. Ein fesselndes Spiel, vor allem im zweiten Durchgang, endet gerechtermaßen mit einer Punkteteilung. Hannover 96 hat 8 Punkte Rückstand auf den Tabellendritten und ist damit nach menschlichem Ermessen raus aus dem Kampf um den Aufstieg. Spätestens das 1:1 gegen Aue machte das klar. Trotzdem will man diese Saison persönlich beenden. Genki Haraguchi setzt sich hier durch, ist dann alleine vor Bohnmann und hat keine Probleme, den zu verwandeln. 1:0, auch gleichzeitig der Halbzeitstand. Man war hier als vor allem neutraler Zuschauer nicht mitgerissen. Adrenalin kam dann durch solche Fehler auf. Douglas, was für ein Fehlpass. Haraguchi legt quer, Weidand, nicht im Abseits, auch wenn es erst so schien. Der Treffer hätte gezählt, gleiche Höhe. Aber Bohnmann hat hier etwas gegen die Entscheidung. Und plötzlich wachten die Gäste auf. Über eine Stunde aber auch schon gespielt. Hegele, Pass zu Rich Munsi. Munsi dreht sich da gut um den Gegenspieler. Franke abgefälscht vor die Füße von Hegele. Und super Parade von Esser. Den Ball muss er aus dem Winkel allerdings auch halten. Doch Hannover wurde fahrlässig. Munsi, Fälscher, komplett vergessen. Und 1:1. 72. Minute. Rolf Fälscher mit dem Ausgleichstor. Wird da komplett übersehen und überwindet mit einer super Direktabnahme Michael Esser. Und so auch das Endergebnis. Sicherlich ein Erfolg für Würzburg, doch trotzdem, da müssen noch viele Punkte für den Klassenhalt hinzukommen. Der erste FC Nürnberg hätte sich durchaus zumindest mit einem Punkt in Düsseldorf belohnen können, aber der sollte es nicht werden. Nun muss man sich hier im Max-Morlock-Stadion gegen den VfL Osnabrück beweisen. Die Osnabrücker, sie setzten ja eine Woche aus. Ihr Spiel gegen Regensburg verlegt aufgrund von Corona-Fällen. Hier der VfL Osnabrück erstmal in der Defensive gefordert. Kühn rückte zurück ins Tor. Das Experiment mit Nikolas hatte ja nicht so richtig klappen wollen. Nürnberg schon die bessere Mannschaft, aber nach Standardsituationen wurde es dann doch ab und an gefährlich. Der erste FC Nürnberg tut sich da etwas schwierig bei der Verteidigung von Kopfbällen. Das musste man zuletzt auch mal wieder erfahren. Zweiter Durchgang. Jetzt Santos mit dem Kopfball. Ja, der spielt beim VfL Osnabrück in den schwarzen Trikots. Sieht hier dann nicht mehr ganz so gefährlich aus, aber es war trotzdem eine nennenswerte Möglichkeit, die auch unterstrich, dass der VfL Osnabrück nach einer endlosen Niederlagenserie mal wieder Punkte haben will. Vor allem müssen sie diese auch irgendwann haben. Aber wenn man solche Chancen nicht reinmacht, dann hat man eben auch ein Problem. Maurice Multhaub schließt hier ab. Diese Parade von Martinia, etwas Glück ist dabei, und mit dem Unterarm wischt er den irgendwie über die Latte. Das war wirklich sensationell. Nürnberg im zweiten Durchgang sehr unauffällig, aber sie schlugen trotzdem zu. In der 84. Minute mit Manuel Schäffler, der das ganz späte 1:0 erzielt, den ganz späten Siegtreffer erzielt.
denn Osnabrück konnte nicht mehr zurückkommen. Wichtige Punkte für den Club im Abstiegskampf, die Negativspirale von Osnabrück. Sie geht immer noch weiter nach unten und so langsam müssen sie sich wirklich ganz warm anziehen. Der FC St. Pauli trifft am Montagabend auf den SC Paderborn und diese Vorzeichen, sie haben sich in den letzten Wochen und Monaten etwas verändert, denn der FC St. Pauli steht aktuell über dem SC Paderborn in der Tabelle. Das kann sich aber auch schnell wieder ändern, so allerdings nicht. Wenn St. Pauli so weitermacht wie in den letzten Wochen, auch wenn es zuletzt nur ein 0:0 gegen den KSC war, 1:0 Rodrigo Salazar, der SC Paderborn, der offensiv immer überzeugen kann, in der Defensive aber mal wieder teilweise besorgniserregend verteidigte. Burgstaller 2:0, 20. Minute. Paderborn führte ja sogar zwischenzeitlich gegen Darmstadt. Aber wie sie dann die Gegentore kassierten gegen die Lilien, das war unglaublich. Also diese Defensivarbeit, sie müsste nochmal überdacht werden. Vasiliades, jetzt mal Antwi Ajay. Und das konnten sie ja schon immer. Gute Angriffe, starke Abschlüsse, Antwi Ajay hier mit dem 2:1. Und das ist das große Manko auch des FC St. Pauli. Sie kassieren doch extrem viele Gegentore. Zweiter Durchgang. Paccarada über die linke Seite zu Burgstaller. Legt quer. Gutes Auge für Aremu. Tolle Parade aber von Leopold Zingerle, der hier erstmal das 2:1 festhalten konnte. Es gab schon einige Spektakelspiele zwischen St. Pauli und Paderborn. Zum Beispiel mal ein 3:4. Das war aber schon einige Jährchen jetzt doch her. St. Pauli war hier schon die bessere Mannschaft. Sie kamen mit Kieré nochmal. Paccarada kommt hier aus sehr aussichtsreicher Position zum Abschluss. Wird da freigespielt und wieder die Frage, was ist mit Paderborns Abwehr los? Sie haben Zingerle im Tor, aber der konnte am Ende eben auch nicht alles festhalten. Es blieb beim 2:1. Paderborn vor allem in der Defensive zu schwach und nach vorne machten sie dann für zwei Gegentore auch einfach zu wenig. So richtig kann man Regensburg gegen Fürth gar nicht als Nachholspiel bezeichnen, denn es schließt sich direkt an unter der Woche eben nach dem 25. Spieltag, der regulär am Wochenende gespielt wurde. Jetzt also der SSV Jahn nach Quarantäne zurück im Spielbetrieb gegen Greuther Fürth. Grün gekleidet die Gäste mit Banimir Hrgota und Sebastian Ernst. 18. Minute das 1:0 für die Gäste. Unten wird das Abseits aufgehoben vom linken Verteidiger Jan-Niklas Beste. Das ist natürlich keine gute Absprache beim SSV Jahn. Regensburg muss auf jeden Fall auch noch einige Punkte sammeln, um sicher in der Liga zu bleiben. Es sieht zwar gut aus, aber abgeschlossen sind die Punkte noch nicht. Es sind aktuell nur 29. Hier würde man gerne 30 Punkte zumindest haben nach dem Spiel. Christoph Moritz arbeitet zumindest am Anschlusstreffer. Parade aber trotzdem sehr gut. Noch 10 Minuten bis zum Seitenwechsel. Stach mit dem Hackentrick zu Branimir Hrgota, der frei zum Abschluss kommt, vergab beim Spitzenspiel gegen den VfL Bochum eine unfassbare Möglichkeit. Hier sieht man mal wieder die Achillesferse bei Branimir Hrgota, wenn wir sie wollen, sind die hundertprozentigen Torchancen. Das hier war jetzt keine und mit denen geht er eigentlich in der Regel fast noch besser um. Super Schuss, denn die Qualität, um solche Dinge reinzumachen, die hat er ja ohne Frage. Regensburg fiel nicht so viel ein. Deswegen wieder Greuther Fürth. Mavrei weit vorne zu finden. Hrgota! Und jetzt macht er seinen Treffer. 55. Minute, 2:0 für die Gäste. Der SSV Jahn in allerhöchster Bredouille. Sie konnten sich auch daraus nicht mehr richtig befreien. Nochmal stattdessen Branimir Hrgota, der hier auf jeden Fall des Öfteren im Mittelpunkt stand. Super mit der Brust angenommen, dann dieser Verrückzieher, der aber weit vorbeiging. Trotzdem eine Wiederholung ist es wert. Dieses Spiel ging dann mit 0:2 zu Ende. Vollkommen verdient, auch die Kräfteverhältnisse klar und deutlich abgebildet. Regensburg war einfach zu schwach. Jo, das soll es dann wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und haut rein.
Adios.